move toward the data center, Blue Team. Genau, und das ist ja auch eigentlich nur das, was ich gesagt habe. Das Black Flag, ja, genau, das normale Assassin's Creed, also Black Flag, dieses normale, wenn du zu Fuß rumläufst und so. Die Missionen sind 0815. So, das sticht eigentlich nur hervor durch diesen Schwerpunkt halt auf diese Seeschlachten. Die natürlich gut sind. Gut. Bei mir war es der dritte Teil. Ich mochte 1 nicht, ich mochte 2 nicht. Aber 3. Weil. Da habe ich eine Seeschlacht gemacht. Black Flag? Ja, auf der One glaube ich nicht, aber auf der 360 habe ich doch, die 360-Version, die habe ich ein bisschen weiter gespielt als auf der One. Ja. Volumetrisch. Aha. Ja. Ja. Ja, vom Gameplay kann das vielleicht sein, aber ich fand halt so die Story, so weißt du, ich fand die Geschichte halt von 3 fand ich halt einfach, ich konnte mit 1 nichts anfangen, ich. Ja, den Vater fand ich auch geiler als Connor, muss ich ganz ehrlich sagen. Halt aber auch dann diese Fehde nachher da zwischen Vater und ihm und dann diesem anderen Typen da, diesen mit dem Schnurrbart da, ich hab jetzt den Namen vergessen, den man nachher umbringen muss halt. Aber ich fand das halt cool, dass man da halt dann wirklich dann so wenn du dich ein bisschen für amerikanische Geschichte halt interessierst, so diese ganzen berühmten Schlachten da, wirst du dann mit reingeworfen und all so ein Kram, also und George Washington ist da mit dabei und all so ein Kram, so diese ganzen Benjamin Franklin, das fand ich halt, das, weiß ich nicht, das hatte mich halt irgendwie total, das hatte ich auch durchgespielt dann auf der PlayStation. Ja. So, ich sehe gerade, meine Analogsticks funktionieren noch, also das ist die Hauptsache. Das ist gut. Ja, das ist jetzt schon das zweite Mal. Ich glaube, mein erster Xbox One Controller, den habe ich noch nie fallen lassen. Ja, danke. Vielleicht weil ich den ausprobieren wollte hier, ob der noch funktioniert. Der Trigger. Ja. Da sehe ich nur den Waypoint, genau. Da sehe ich die Collectibles nicht. Richtig? Ich habe die normale Assault Rifle, ja. Ja. Ja, aber weißt du an welcher Stelle man das machen muss? Guck doch auf YouTube oder so. Da gibt's doch bestimmt auf YouTube so ein Video Walkthrough. Dann machen wir das. Genau. Ja.
Ach, das ist dieser Hangar hier, ne? Hier ist noch so ein komisches anderes Raumschiff irgendwie drin. Haha. Designing a new stealth class vessel. They lost years of expensive R&D with the station. Ja. Ja, genau, also Syndicate von der Story würde mich auch total interessieren, so weißt du, weil ich finde halt wie Syndicate so diese ganze französische Revolutionsgeschichte und was das so, ne? Das Setting, Unity, genau. Das mag ich halt nicht so. Dann und auch mit Ezio oder auch hier, wie hieß der andere? Wie hieß der andere Typ? Na, der erste. Ja, konnte ich nichts mit anfangen. Das war jetzt nicht so. Ja. Ja. Ja, der zweite ist ja immer noch, soll ja, ist ja immer so der beste halt, ne, aus Assassin's, also sagen zumindest die Kritiker halt. Aber konnte ich nichts mit anfangen. Ich habe den zweimal angefangen und ich dachte so, ne. Ja. 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 Ja, genau, das war so ein bisschen so Batman Arkham Asylum Style dann, ne? So. What do we know about the experiments they were doing here? We don't. Ach so, ja. But I keep your helmet on tight just the same. Hast du dann die Knochen brechen hören und all so ein Kram, das war ganz nett. Ja, es ist halt einfach Franchise-Fatigue, so bei Assassin's Creed, finde ich. So jedes Jahr irgendwie. Wobei jetzt nächstes Jahr soll ja dieses, ja genau, 2016 hat Ubisoft schon gesagt, wollen sie kein Assassin's Creed rausbringen. Und dann kommt sehr wahrscheinlich Watch Dogs 2, genau. Ja, aber Ubisoft, die haben auch dieses andere da, wie heißt das? Dieses Wildlife, Wildstyle? Nee, Wild Tom Clancy's Ghost Recon Wildlife? Nee, Wildstyle. Wie hieß denn das nochmal? Wildlands? Ja, weiß ich nämlich auch nicht. Irgendwas mit Wild auf jeden Fall. Ja, aber es ist Ubisoft, du weißt, Ubisoft kündigen Sachen an, sagen, es ist so und so und total toll und dann nachher ist es ein totaler Rohrkrepierer.
Aber Blacklist, Splinter Cell Blacklist war ja eher so ein Stealth-Launch, ne? Also das, da wurde ja nicht wirklich viel Werbung für gemacht und das hätte sich, glaube ich, besser, verkaufen können, wenn die da mal wirklich ein bisschen die Werbemaschine halt angeschmissen hätten. Ja, das sagen ja viele. Da waren ja halt auch viele überrascht, weil viele haben irgendwie im Vorfeld gedacht, so, das neue Splinter Cell, das soll irgendwie, glaube ich, nicht so gut sein. Dann haben sie es dann letztendlich gespielt und halt die Testversion bekommen und da meinten, da waren sie alle begeistert von halt, ne? Ja, die haben die Pre-Orders wieder zurückgesetzt, ne? Die haben dann wieder, die ändern das nochmal um. Diese ganze, ja. Richtig, und dann spielst du dann irgendwie 2-3 Monate immer ständig in den gleichen Leveln halt. Das ist. Genau, dass man dann halt alles komplett halt hat. Das habe ich auch nie verstanden. Warum bringen die Sonnenspiel? Warum wollen die sowas in Episodenform rausbringen? Ich verstehe es nicht. Ja, aber dafür gibt's. Nee, weiß ich nicht. Das ist. Also ich habe so das Gefühl, die wissen überhaupt nicht, wie die dieses Spiel an den Mann bringen wollen. Also so die wissen es nicht zu vermarkten. Genauso wie mit Final Fantasy VII. Das soll ja auch Episodenform kommen. Ich habe das Gefühl, die haben keine Ahnung. Wir sind alle tot. Das ist voll der Gangbang da. So, mal hier. Was? Ach, du spielst gar nicht mit? Ich bin ja schon die ganze Zeit dabei. Also wahrscheinlich habe ich das jetzt schon verkackt. Weil. Achso, ich bin wieder drin. Ne, ich bin wieder drin. Das Problem ist nur. Ja, mach du. Also ist es gar nicht so schwer. Ach, oh, aha. Ruhe, ich sehe nichts. Also. So, du weißt wo. Okay. Ach, das klappt gleich beim ersten Mal. Ich bin da sehr confident. Ja, mach mal Restart. Genau. Ja. Okay, erzähl. Wir sind hier. Ja, das ist hier bei diesen zwei Skeletten hier, die hier rumhängen. Ja, du läufst da hinten aber schon rum. Irgendwo. Wo bist du denn? Wo kommst du denn her? Ja, ich höre genau zu. Warte mal. Wir fangen von vorne an. Melee war nochmal B. Nee. RB. RB. Ja, sag mal. RB, ne? RB. So. RB. Gut. Ich folge dir. Ja, ich folge dir. So, in die Knie gehen und nicht schießen. Hello, Mr. Minecraft.